Pfingsten kurz erzählt und erklärt. In diesem Video hörst du, wann die Kirche Geburtstag hat und warum du an diesem Tag vielleicht auch Geburtstag hast, was an Pfingsten geschah und was das alles mit der Taufe zu tun hat. Jesus wurde gekreuzigt, das weißt du vielleicht schon. An Ostern ist er auferstanden. Und wie ging es dann weiter? Jesus zeigte sich verschiedenen Menschen. Er erschien zuerst einigen Frauen, wie Maria Magdalena, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome. Sie sollten den Jüngern und allen Menschen sagen, Jesus lebt. Jesus zeigte sich auch seinen Jüngern, Petrus und den anderen, mitsamt dem Thomas, der anfangs nicht an die Auferstehung glauben konnte. Zwei Jünger, die unterwegs nach Emmaus waren, begleitete er und unterhielt sich lange mit ihnen. Aber erst am Abend erkannten sie ihn beim Brotteilen. Immer wieder zeigte sich Jesus seinen Freunden, damit sie wirklich verstanden, dass er von den Toten auferstanden war. Sie alle sollten wissen, dass er lebt. Sie sollten verstehen, dass Gott stärker ist als der Tod. Er schenkt uns neues Leben, wenn wir sterben. Nach 40 Tagen aber, da nahm er Abschied von seinen Jüngerinnen und Jüngern, von seinen Freunden. Eine Wolke nahm ihn auf und er kehrte ganz zu Gott, seinem Vater, zurück. Wir nennen diesen Tag 40 Tage nach Ostern Christi Himmelfahrt. Die Jüngerinnen und Jünger waren traurig, aber Jesus hatte ihnen schon zuvor gesagt, wenn ich zu meinem Vater zurückkehre, braucht ihr nicht traurig sein. Ich werde euch dann einen Tröster schicken, den Heiligen Geist, den Geist Gottes. Aber noch war dieser Tröster nicht da. Und so waren die Jünger einfach nur traurig, dass Jesus nicht mehr bei ihnen war. Jesus hatte schon manchmal über diesen Tröster, den Heiligen Geist, gesprochen. Er sagte, dass dieser Geist den Menschen auch helfen wird, Gott besser zu verstehen. Dass dieser Geist uns helfen wird, uns auch untereinander besser zu verstehen. Er ist ein Geist, der Frieden bewirkt und Versöhnung. Eine unsichtbare Kraft, die Freude und Begeisterung ins Herz bringt, sodass Menschen Feuer und Flamme für etwas sind. Im Alten Testament wird dieser Geist als Ruach bezeichnet, das heißt übersetzt Lebensatem. Solange ein Mensch atmet, lebt er. Der Heilige Geist ist also eine Lebenskraft und er ist eben der Tröster, den Jesus versprochen hatte. All das wussten die Jünger, aber Jesus war jetzt weg und sie waren traurig. Dann kam der 50. Tag nach Ostern. Auf Griechisch heißt 50. Tag Pentekoste. Davon kommt unser Wort Pfingsten. Die Jünger hatten sich an diesem Sonntag alle in einem Haus in Jerusalem getroffen. Und sie waren immer noch traurig, dass Jesus fort war. Sie erinnerten sich an ihn, sie beteten zu Gott. Aber plötzlich geschah etwas Seltsames. Es geschah ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, das das ganze Haus erfüllte, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, die setzten sich auf sie. Der versprochene Heilige Geist kam zu den Jüngern. Richtig sehen konnten sie ihn nicht. Gottes Geist ist unsichtbar. Nur seine Wirkung können wir alle sehen. Die Jünger merkten, dass sie gar nicht mehr traurig waren. Richtig mutig fühlten sie sich jetzt. Ihr Herz war Feuer und Flamme. Und sie wollten nun allen erzählen, was sie von Jesus und Gott wussten. Nun war es, als hätten sie Rückenwind. Es war, als bekämen sie eine Kraft von außen, die ihnen half und sie vorwärts trieb. Die Jünger standen auf und machten sich auf den Weg nach draußen. Viele Menschen waren an diesem Tag in Jerusalem, denn es wurde gerade das große Erntefest gefeiert. Menschen aus verschiedenen Ländern waren gekommen, um bei diesem Fest mit dabei zu sein. Die Jünger gingen zu ihnen hin. Sie trauten sich, ihnen von Gott und Jesus zu erzählen. Und da geschah das nächste Wunder. Auch wenn die Zuhörer aus verschiedenen Ländern kamen, so verstanden sie doch, was die Jünger meinten.
Freilich gab es auch ein paar, die nichts kapierten oder spotteten. Die sind ja betrunken. Viele aber verstanden, was die Jünger erzählten. Sie wussten schon, dass es Gott, den Schöpfer, gibt, der die Welt erschaffen und das Leben gegeben hat. Nun hörten sie von Jesus, den Sohn Gottes, und davon, dass Gott neues Leben schenkt, auch nach dem Tod. Dass Gott uns Menschen liebt und sich in Jesus gezeigt hat. Und sie erfuhren, dass es den Heiligen Geist gibt, eine unsichtbare Kraft, die uns hilft. Und einige Zeit später verstanden sie, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammen eins sind, ein und derselbe Gott. Und viele ließen sich an diesem Tag taufen, weil sie damit zeigen wollten, dass sie auch zu diesem Gott dazugehören wollen. 3000 Menschen wurden an diesem Tag getauft, so erzählt es die Bibel. Und diese vielen Menschen gehörten jetzt zusammen. Sie waren nun Christen, weil sie an Jesus Christus glaubten. Und da sie sich gut verstanden, wollten sie sich natürlich auch treffen und mehr über Jesus und Gott hören. Und so verabredeten sie sich in ihren Häusern. Später bauten sie sich dann Kirchen, um sich dort zu treffen. Wichtiger als die Gebäude sind aber die Menschen, die in die Kirche gehen. Und so können wir auch sagen, Kirche sind all die Menschen, die an Jesus glauben. Jeden Sonntag treffen sich nun seit Pfingsten Christen, um zu beten, zu singen, von Gott und Jesus zu hören und Gemeinschaft zu haben. Die Kirche, die Gemeinschaft der Menschen, die an Jesus Christus glauben, begann am Pfingsttag, als sich die ersten Christen taufen ließen. Wir können deshalb auch sagen, an Pfingsten ist die Kirche entstanden. Wenn man so will, ist an Pfingsten die Kirche geboren worden. Am Pfingsten hat also die Kirche Geburtstag. Seit diesem ersten Pfingstfest haben immer mehr Menschen erfahren, Gott liebt uns. Er hat sich in Jesus gezeigt und er gibt Leben über den Tod hinaus. Und an Pfingsten wurde die Kraft des Heiligen Geistes besonders spürbar. Deshalb ist das Pfingstfest auch das Fest des Heiligen Geistes. An diesem Tag haben viele erfahren, es gibt da diese unsichtbare Kraft, die uns Feuer und Flamme sein lässt, Rückenwind gibt, Verständnis bewirkt, tröstet, Gemeinschaft stiftet. Am Pfingsten entsteht durch den Heiligen Geist die Kirche. Das Pfingstfest ist der Geburtstag der Kirche. Deshalb herzlichen Glückwunsch Kirche zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch allen Kirchenmitgliedern, denn ihr gehört zur Kirche und seid ein Teil von ihr. Herzlichen Glückwunsch allen Getauften. Ihr seid heute die Geburtstagskinder. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag alles Gute, Gottes Segen mit dir.